Ich sorg erst dafür, dass wir hier anständig. Was ist denn los dieses Jahr? Früher Sommer? Ah, die ernten ab. Okay, sehr schön. Ihr auch gleich? Wie viel habt ihr denn schon? 96, 97. Perfekt. Was ein Akt, das wieder mal so richtig. Jetzt macht auch mal hier, komm. Hinzubekommen, dass das wieder einigermaßen in trockenen Tüchern ist. Ich meine, wir haben immer noch nur 4200 übrig. Wenn ihr überlegt, was wir am Anfang hatten mit 28.000. Hier. Passt. Passt noch nicht. Komm. Wie viel passt denn überhaupt in unser Lager da? Wir gucken mal, was die denn da reinschaffen. Da liegen Wollmäntel drin. Handelsposten, was haben wir denn? Leder, für was brauchen wir eigentlich Leder? Rindfleisch für Siegpfiff. Da sind Stahlwerkzeuge. Die kosten 10. Stahlwerkzeuge sind gut. Nee, ich lasse es mal. Haben wir nichts gekauft? Wir müssen ja über die Runden kommen, ohne dass wir da was kaufen müssen. Komm Leute, erntet mal ab. Hopp. Das ist mir sonst zu tricky hier. Ihr auch. Unser Polster ist nicht dick genug, dass wir uns erlauben können, dass da hier die Hälfte drauf geht. Und du? Wer will auch noch nicht? Mach mal weg, bitte. So, das. Die Bauwerke sind fertig, das heißt, er hat sein Haus, genau. Dann wohnt ja wohl jetzt hier ein Bauer und ein Schüler, anstatt hier ein. Scheiß Dreck. Wie, der macht 600 Wildbret. Was? Hab ich was verpasst? Ja, und Leder, ne? Das sind halt bessere Klamotten. Was stellen wir denn für Klamotten her? Was stellen wir denn für Klamotten her? Die sind doch hier unten irgendwo. Wo ist doch dieser Heinzel? Gott. Schmiede. Wo ist denn der? Hier ist sogar noch ein Lagerhaus. Wo ist denn unser Klamotten-Heini? Hier ist aber hier. Steckt aber der Bär in dem Haus. Ist das der? Im Schulhaus. Er hier? Schneiderei. Ja, er macht nämlich nur Wolle. Das kannst du nämlich auch aus Leder machen. Und ein warmer Mantel ist Leder und Wolle. Wie viel macht denn der überhaupt im Jahr? 65 Wollmäntel. Dazu braucht er 51. Ja, nee. 65 Wollmäntel. Der macht aber viel. 800. Wow. Und 24 Leder. Haben wir da wirklich was verpasst? Wo gibt's denn hier noch? Wo denn so viel? Da laufen halt auch viel von diesen Viechern rum. Hier sehe ich nicht eins. Hier wieder. Für den Radius. Der Radius ist dann immer groß, ne? Hä. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Hier geht unsere Ernte kaputt. Was ist denn hier wieder das Problem?
Da liegt Wildbret schon drin. Und weg. Das wurde dann. Na gut, es wurde schon abgeholt. Macht ja nichts. Können sie ja machen. Ja, aber das ist nicht kaputt gegangen. Das ist nämlich noch später Herbst. Das ist nicht kaputt gegangen. 1300. Okay. Okay. Und wie viel Einwohner haben wir? 230. Das 300 Einwohner-Archivement, das habe ich ja schon. Das habe ich in der Staffel 1 geholt. Am allerletzten Tag, wo die Map voll war, hatten wir 300 Einwohner. Ich frage mich, was das für eine Map ist, weil die haben ja... Da gibt es ein Archivement, das hat 900 Einwohner und... Das ist dann viel, ne? Das ist dann viel. So, jetzt lass uns doch mal gucken. Ich will das mal hier... Wir können ja hier schon mal eine planen. Aber ich will dem ja nicht ins... Der ist ja nah dran, der Heini. Ach, die Jagdhütte, genau, die ist da. Ich will mal jetzt hier so eine... Plantage haben. Die will ich jetzt mal hier haben und ich bin der Meinung, die geht mit einer Person. Hat die eine Maximalgröße? Hab ich was verpasst? Nee, also nicht. Das sah eben nur so aus. So, ich will wegen der Straße. Wie soll man hier noch eine Straße reinsetzen? Also so ein Ding. Mach erstmal so. Geht das darüber? Ja, das geht darüber. Mach mal so. Und so. Und so. Ist ja Winter. Haben wir Arbeiter, die können hier ein bisschen was schaffen. Und dann setzen wir hier mal... eine Plantage rein. Ich will das jetzt mal wissen dann. Wir müssen die ja hier abholzen jetzt erstmal. Kommen sie bestimmt gleich angerückt. Sollten sie zumindest. Ein Bauarbeiter? Okay, kriegst du einen Bauarbeiter. Brauchen wir da einen Bauarbeiter für so eine Plantage? Weiß gar nicht. Der bringt Wildbret. Wer hier? Er bringt Wildbret. Wer ist er? Das ist ein Bauer. Mann, der besorgt Nahrung. Jetzt besorgt er wieder Nahrung. Hat er das Feld bestellt? So, der Händler. Hühner oder Schafe brauchen wir ja sowas mal von überhaupt nicht. Wir könnten natürlich unsere Viehzucht weiter... erhöhen. Wir haben Hühner und Schafe und Kühe. Aber zum Beispiel die Kühe werden nicht angezeigt. Wir geben die viel Milch, du. Meine Güte. Ach so, können wir auch mal wieder in Betrieb nehmen, oder? In Betrieb? Aber wieso hat das Ding... Hat es keine Milch hat? Oder wie sehe ich das? Wieso? Machen wir was anderes. Machen wir Cream. Weil nichts da ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Feuerholz. Ach, gucke, warum jetzt das?
ganze Zeit war das doch grün. Wegen den insgesamt 5 neuen Häusern? Was läuft denn jetzt hier wieder? Arbeiter, 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 das ist ja okay. Hm. Hier wird glatt gemacht. Okay, wir haben 21 Arbeiter. Dann ab. Weitere 5 in die Minen. Zwangsarbeit. Was geht denn jetzt hier? Verstopfung und Alter ist okay. Verstopfung und Alter, ja, wurde ein Schutz getötet. Na toll. Bestimmt der, der jetzt gerade neu angefangen hat. Ja. Eingeschult wurde eingeschult. Okay, das passt. Hohen Alter. Da muss man aufpassen, dass sie sich nicht dann so doof auf die Häuser verteilen, dass die keinen Nachwuchs mehr machen. Es ist ja noch okay. Das ist auch... Dann passt das. Leute, ich habe hier 13 Arbeiter übrig. Was ist denn hier das Problem, endlich mal das hier platt zu machen? Ist das euch zu weit weg? Das braucht ja ewig. Habt jede Menge Holz. Was hier an Stein und Eisen rumliegt. Meine Güte. Wir könnten da hier ein Lager erstmal provisorisch hinmachen. Und das alles von den Arbeitern abtragen lassen. Das können wir auch mal machen, oder? Wir können das Lager dann wieder wegmachen. Machen wir im Winter. Hier, machen wir hier ein Lager hin, pass auf. Hier, zack. Lagerfläche, erstmal. Ja. Und jetzt soweit laufen. Dann muss der eine Baum da gefällt werden. Aha. Okay, es ist Sommer, das funktioniert. Das wird ja erst im Herbst gemacht. Komm, hau mal den Baum da weg, bitte. Dann sammeln wir hier auch den ganzen Stein mal ein. Und ich will hier auch mal wieder einen Brunnen hinsetzen. Das ist mir alles immer hier so... Ja, wisst ihr, was ich meine? Während der Geburt gestorben. Mhm. So, das Lager ist da. Die bringen die Baumstämme schon zu dem Ding. Wir tun dann... Machen wir hier... Holen wir mal den Stein im nächsten Winter raus. Erstmal. Das nervt mich da. Gott, ist das viel. Wollen wir dann auch erstmal keinen Steinbruch eröffnen. So, habt ihr das jetzt hier erledigt? Die brauchen wir wirklich lang. Das war früher nie so. Was soll denn das? Ich will, dass das im Frühjahr dann die Bäume gesät werden können. Wenigstens 3 Jahre dauert das. Macht mal jetzt hin. Früher ging das schneller.
Ja, die kommen aber hier im Frühjahr, Herbst. Das sollte da passen. Das sollte passen, ja. Ja, gut, die sind ja schon. Was ist mit dem großen Feld hier unten? Ja, okay. Die sind schon lange wieder fertig, interessanterweise. Haben wir nicht. Echt? Die hört bei 1000 auf? Nochmal 2000. Und wie viel haben wir davon im. Wie viel wird davon ins Lager gemacht? Ja, wird halt schlecht transportiert, ne? Das Zeug liegt da, aber wir sollten beim Handelsposten auch mal. Ich mach mal was jetzt hier. Händler. Ich mach mal drei. Ne, wir machen einfach mal sechs. So, zack. Wird jetzt auch schneller ausgetauscht. So. Ja, gut, okay. Ja, aber es ist. Wer friert denn da? Und das mit so viel Feuerholz. Das ist, weil es einfach so weit weg ist. So, jetzt pass auf. Was nehmen wir denn da? Äpfel? Kirschen? Es gibt eine Apfelplantage. So. Und jetzt stellen wir da einen rein. Wo ist er denn? Priester, Lehrer, Stein, Händler, Lieferant, Schneider, Hirte, Sammler, Fischer, Holz. Ach so, der fällt unter Bauer oder was? Tatsache. Okay. So, das dauert jetzt 3 Jahre. Jetzt haben wir das Jahr 67. Im Jahr 67, also. Ne? Weil ich wollte dem Förster, dem Jäger da jetzt nicht seinen Platz da wegnehmen. Der macht, guck mal hier. Wow, das ist viel. Das ist viel. Geht die haben zu tun? Alles klar. Das mit den Bäumen schauen wir uns dann nächstes Jahr an. Neue Häuser baue ich jetzt immer noch nicht. Es ging jetzt nur darum, dass die Arbeitsplätze da erhalten werden. Also besser verteilt werden. Da kommt schon wieder ein Händler. Überblick. 243. Was hast du denn? Eier. Können wir mal Eier essen oder so? Hühnerfleisch, Kirschen. Da liegt jetzt schon wieder 700 Wolle drin, du. Das war aber viel. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. 3500 Kirschen brauchen wir jetzt. Die muss der jetzt wegschaffen. Bin gespannt, wo die hinschaffen. Jetzt haben wir aber anständig eingekauft an Nahrung. 3500 nochmal dazu. Guck mal, der pflanzt die Bäume im späten Winter. Oho. Okay, ja, wie gesagt, dauert 3 Jahre, ne? Ja, jetzt ist der eine dann wieder irgendwo hingelatscht, wo er was zu tun hatte. Das ist wahrscheinlich kalt oder so.
Wieso haben wir denn jetzt hier so viel gelagerte Kleidung? Wegen der Wolle? Habe ich dem immer die ganze Wolle weggekauft? Wegverkauft? Flupp. Früher. Na gut, der eine Heini, der jetzt dieses Feld hier bestellt, der ist jetzt halt mal gerade nicht da, ne? Und irgendwelche Leute bekommen schon wieder nicht ihre Heizung an. Da kommt er. Der wohnt halt jetzt bestimmt weit weg. Jetzt haut er einmal da drauf, hau wieder ab. Ja, das sollten wir anders da machen. Da sollten wir hier, sollten wir zwei einsetzen. Das ist sonst nicht gut. Sonst wird das nämlich nichts. Kriegen wir schon wieder unser Feuerholz. Also Holz ist genug da. Schau doch mal dahin. Feuerholz. Wir haben ein Logistikproblem in unserem Feuerholz. Behaupte ich jetzt mal so. Der macht aber anständig, ne? Und wie sieht's eigentlich hin aus? Das ist doch unsere Kräuter-Dings. Die sammeln da eigentlich auch ganz in Ordnung. 69 Heilkräuter nur. Nicht wirklich. Und das ist doch hier so eine Sammler, genau, Sammlerhütte. Ja, die sammeln. Guckt euch das mal an hier. Das ist viel. Oh. Schon wieder Nomaden. Leute, Leute, Leute. Wie viel? 24, das können wir nicht. Weg. Jetzt sind die auch spät dran und das Problem mit diesem ist, ich hatte jetzt hier diesen Auftrag gegeben, den Stein zu entfernen, haben sie auch gemacht über den Winter. Da helfen aber die Bauern mit. Jetzt sind die von da unten, kommen dann hier hochgerannt, helfen hier mit und kommen dann zu spät zu ihren Feldern, um die wieder zu bestellen. Ne? Jetzt haben wir 3.500 Nahrung dazugekauft und trotzdem sind wir jetzt im späten Frühling nur bei 4.700. Und ich meine, Huhn und Schaf und Kuh, die werden ja immer mal geschlachtet. Die haben ja nicht eine Jahreszeit. Hm. So, hier sieht es soweit ganz gut aus. Da muss man halt jetzt warten. Das dauert halt sehr lang. Also ich habe da zwei eingeteilt jetzt, ne? Wo ist denn da das Kind rum? So. Das könnten wir hier natürlich auch nochmal. Wie ist das immer noch? Frühling, aber jetzt wird geerntet. Was halt mir halt stört, ist, dass ich halt so viel dazu gekauft habe dieses Jahr, was ich ja die letzten Jahre gar nicht gemacht habe. Ich habe hier gar nichts dazu gekauft. Der erntet schon ab. Sehr schön. Gut, aber hier, wo wir dieses Lager da weggemacht haben, da setzen wir jetzt nochmal ein Haus hin. Sieht denn das aus? Haben wir hier noch so ein rotes, oder? Schön am Fluss. Wer ist tot?
hat giftige Beeren gegessen und verstorben. Meine Güte. So, er ist das mit dem Feuerholz, ne? Ach nee, das ist der Werkzeug-Heini. Der Werkzeug-Heini. Dann machen wir hier noch. Halt. Warum stehen denn die Dinger hier? Stehen die so? Ach so, die stehen noch da und die stehen noch da. Aha. Nee. Der Händler ist da. Was hast du? Paprikasamen? Den kleinen Samen. Nee. Passt. Soweit, so gut. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt wieder ein bisschen in den Griff gekriegt. Der macht jetzt schönes Essen hier. Also hier 1000, meine Güte. Aber wir kommen halt mit dem da immer näher. Das heißt, das ist natürlich jetzt doof. Dann gucken wir mal, wie wir das anstellen. Ja, vielleicht lassen wir dann auch hier mal Platz und machen hier unten wieder Felder hin. Ich würde aber gerne nochmal hier eine Plantage machen dann. Ne, dass man hier so schön Plantagen hat, aber ich will dann mal wissen erst, wie viel das abschmeißt. Das dauert ja alles noch. Die sind auch alles schön wachsen, 3 Jahre lang. Wie das weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.